herzliches Willkommen an die neuen Kollegen an diesem Tisch, auf gute Zusammenarbeit und auch auf hoffentlich Veränderungen, und zwar Veränderungen, die bei Bürgerinnen und Bürgern ankommen, die sie verstehen und nicht immer nur reden über Veränderungen, die wir hier für notwendig halten und die dann am Ende doch nicht in dem Umfang sich verwirklichen lassen, wie wir das in der letzten Legislaturperiode versucht, aber dann doch immer nicht geschafft haben. Ich habe wie so oft diesen letzten Gipfel beobachtet und ich fand, dass das eine gute Entscheidung war, nach Ypern zu gehen. Ich fand das natürlich gerade als deutsche Europäerin und deutsche Abgeordnete gut, nach Ypern zu gehen. Symbole zählen in der Politik und gerade wenn man einen Wahlkampf lang immer wieder gehört hat, dass die Vergangenheit doch heute gar keine Rolle mehr spielt, ist es gut, ja, mit solchen Symbolen auch zu arbeiten. Es ist allerdings bedauerlich, dass, wenn so ein starkes Symbol gesetzt wird, am Ende ein Gipfel in Brüssel zusammenkommt, der gerade in der Auseinandersetzung um den Bruch der Friedensordnung in Europa überhaupt nicht gut entscheidet. Ich finde, dass wir uns sehr genau überlegen müssen, was da passiert ist in Brüssel und was da nicht passiert ist. Wir haben ein Treffen der Staats- und Regierungschefs gesehen. Wenige Tage zuvor war in Österreich ein neuer Vertrag mit Gazprom unterzeichnet worden. Wenige Tage nach dem Gipfel in Brüssel ist es so gewesen, dass 400 russische Marinesoldaten in Frankreich eingetroffen sind, um dort ausgebildet zu werden. Ja, ich glaube, dass diese Widersprüchlichkeit der Europäischen Union in der Auseinandersetzung um die Ukraine und Russland, dass das wirklich tragisch enden könnte. Und ich glaube, dass die Europäische Union endlich großen Selbstrespekt vor den eigenen Positionen aufbringen muss, damit nicht die Unterschrift unter die Assoziierungsabkommen uns in ganz große Schwierigkeiten bringt. Ich glaube nämlich wirklich, dass wir in einer Situation sind, in der es für Russland immer günstiger wird, durch Destabilisierung, das, was wir verändern wollen, zum Positiven im Osten der Europäischen Union zu hindern. Und ich weiß seit langer Zeit, dass es viel, viel schwieriger ist und viel teurer ist, ein Land zu stabilisieren, als es zu destabilisieren. Wenn die Europäische Union jetzt nicht wirklich bereit ist, Diplomatie mit konsequenten Wirtschaftssanktionen zu untermauern, dann mache ich mir ganz große Sorgen um die weitere Entwicklung im Osten unseres Kontinentes. Meine Damen und Herren, ich bin ehrlich gesagt bestürzt gewesen, dass der Herr Ratspräsident Van Rompuy nur mit einem dürftigen Satz die Entscheidung für Herrn Juncker erwähnt hat. Ich bin nicht bei denjenigen, die meinen, dass man mit dieser neuen Achse, wie Martin Schulz das gerne sagt, Martin Schulz, Jean-Claude Juncker, alles in Europa wird verändern können. Ich bin aber der Meinung, dass es wichtig ist, dass mit diesen Personalentscheidungen europäische Politik für die Bürgerinnen und Bürger erkennbarer werden kann und dass es eine andere Verbindlichkeit geben könnte, wenn die beiden das ernst nehmen, was sie im Wahlkampf vertreten haben. Es wird unsere Rolle sein, darauf immer wieder zu drängen. Die Entscheidungen, die anstehen, die sind bei diesem Gipfel in Brüssel wieder alle gestreift worden. Ja, ich glaube, Copy and Paste ist eine bewährte Methode inzwischen auch bei den Redenschreibern von Herrn Barroso und Herrn Van Rompuy geworden. Die Energieunion, ja, die ist ein Projekt, das bisher ja nicht vorangebracht worden ist, das insbesondere vom Energiekommissar Oettinger in vielen Bereichen falsch blockiert worden ist, verwässert worden ist. Es könnte das Zukunftsprojekt der Europäischen Union sein. Es könnte das Innovationsprojekt der Europäischen Union sein, wo wir auf das Neue setzen und uns vom Alten verabschieden. Aber ich sehe eben da,
dass die Männer des Alten wieder nach vorne geschoben werden. Das, was ich wirklich bedauere, ist, dass nicht nur Martin Schulz Parlamentspräsident geworden ist. Das finde ich eigentlich vielversprechend, weil er das zweite Mal macht. Aber dass die Entscheidung für Martin Schulz gleichzeitig eine Entscheidung gewesen ist für die Fortsetzung der Arbeit von Günther Oettinger. Und der hat sich um dieses Zukunftsprojekt der Europäischen Union überhaupt nicht verdient gemacht, sondern er hat eigentlich den ganzen Innovationsmut, den sein Vorgänger Herr Piebalgs hat, verbraucht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Harms, es gibt eine Frage des Herrn Kollegen Weigel an Sie. Nehmen an, Sie sind damit einverstanden. Ja, Herr Weigel. Spoštovana kolegica, vi ste opravičeno opozorili na to, da imajo vse države v takozvani vzhodni Evropi pravico same odločati o svoji bodočnosti in svojih povezavah. Vendar bi vas rad vprašal to, ali mislite, da je diplomacija in edin način diplomacije, kako urejati naše odnose, evropske, zahodne odnose z Rusijo, uporaba sankcij, ali je lahko diplomacija tudi nekaj bolj vsebinskega, nekaj bolj dolgoročnega, nekaj bolj v interesu miru in stabilnosti na našem kontinentu. Hvala lepa. Ich glaube, dass nachdem Russland bewusst die Friedensordnung des europäischen Kontinentes angegriffen hat durch die Annektierung der Krim, ich glaube, dass seit dem Bruch des nuklearen Abrüstungspaktes, des Budapester Abkommens, dass die Europäische Union tatsächlich gefordert ist, die Friedensordnung Europas zu verteidigen, und zwar nicht mit militärischen Mitteln. Ich bin davon überzeugt, dass sich dieser Konflikt nicht militärisch lösen lässt. Aber ich sehe auch, dass ohne, ja, dass wir bereit sind, unsere diplomatischen Bemühungen mit Wirtschaftssanktionen zu unterlegen, wir nichts erreichen können. Dabei geht es mir nicht um ein gegen Russland und für die Ukraine, sondern es geht für mich um die Entwicklung von Demokratie, für die Bürgerrechte, für die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine. Vielen Dank, Frau Harms. Müssen wir bereit sein, auch mit Wirtschaftssanktionen zu arbeiten. Okay, vielen Dank.